Der Wahlkampf für die Provinzwahlen Ende Januar läuft in Bagdad auf Hochtouren. Der Bund freier irakischer Patrioten nimmt erstmals an einem Urnengang teil. Wir haben die letzte Wahl boykottiert und damals alle Iraker aufgerufen, dasselbe zu tun. 2005 boykottierten vor allem Sunniten die Wahl. Politische Gegner weigerten sich, Kandidaten aufzustellen, und religiöse Führer forderten die Bürger auf, ihre Stimmen nicht abzugeben. Doch dieses Mal nehmen sie alle teil. Vor 4 Jahren verweigerte dieser Geschäftsmann noch seine Stimme. Heute kandidiert er selbst. An den letzten Wahlen haben wir wegen der von den USA verursachten Gewalt nicht teilgenommen. Wir fanden, unser Land müsse erst frei sein, bevor wir uns wieder an Wahlen beteiligen. Nachdem das Land seine uneingeschränkte Souveränität zurückgehalten hat und der Fahrplan für den Rückzug der ausländischen Truppen steht, hat sich die politische Situation geändert. Heute geht es darum, das Land wieder aufzubauen. Es war absolut notwendig, eine effiziente und einflussreiche demokratische Bewegung aufzubauen. Unsere Partei wird den Irak in eine bessere Zukunft führen, mit einer entwickelten und zivilisierten Gesellschaft. Rund 15 Millionen Iraker sind zur Stimmenabgabe in über 42.000 Wahllokalen aufgerufen. Es wird strenge Sicherheitsmaßnahmen geben. Angesichts möglicher Anschläge gegen die Demokratie im Irak können diese wohl kaum streng genug sein.